Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute wird's mal wieder Zeit. Wir gucken uns Momente an, mit denen niemand gerechnet hat. Unglaubliche Zufälle, peinliche Missgeschicke oder unerwartete Talente. Manchmal passieren Dinge, die keiner kommen gesehen hat. Wie schnell man einen schönen Cocktailabend ruinieren kann und vieles mehr gibt's in diesem Video. Also bleibt dran, los geht's mit 30 Momenten, mit denen keiner gerechnet hat. Immer wenn ich die Videos anschaue, ich fühle mich wie so früher, Ups, die Pun-Show und sowas, so auf Super RTL damals. Alter, kennt das noch jemand? So die Sachen, so fühle ich mich immer bei den Videos. Check, gibt's nicht ab. Im ersten echt unerwarteten Moment bringt ein Typ seiner kranken Freundin Essen nach Hause. Für extra Genesungswünsche setzt er aber noch einen obendrauf. Oder eher gesagt, er haut noch einen raus. Na, wenn sie dadurch nicht wieder gesund wird, dann weiß ich auch nicht. Mit so einem Anti-Schlingnapf? Bro, wieso finden wir eigentlich Fürze lustig? Kann mir das irgendwer erklären? Eigentlich Fürze ekelhaft, Bro. Es stinkt und so und hier und da. Wieso finden wir es lustig? Wieso lachen wir alle, wenn jemand furzt? So, ha, lustiges Geräusch so. Wieso? Wieso, Digga? Hä? Sollen die Hunde ihre Mahlzeit besser verdauen können, weil sie eben langsamer fressen? So ist zumindest die Theorie. Besondere Schlauköpfe gehen dem aber einfach aus dem Weg und finden auch hier eine Lösung, um möglichst schnell ans Futter zu kommen. 500 IQ. 15 Säcke auf einmal ins Lager tragen? Das schafft außer ihm sonst keiner auf der Arbeit. Wer sich hier den... Moment mal, wie viel Kilo müssen das sein? 10, 20, 30, 40? Warte mal, also das sind... 100 Kilo, so kann doch gar nicht sein, oder? Titel als Mitarbeiter des Monats holt, ist ja wohl klar. Hoffentlich kriegt er auch eine schöne Nackenmassage spendiert. Ansonsten hält er das wohl nicht mehr lange aus. So ein Sack wiegt doch locker ein paar Kilo. Bevor ihr eurer besten Freundin mal wieder einen kleinen Streich auf dem Mädchenklo spielt, solltet ihr auch ganz sicher sein, in welcher Kabine sie gerade sitzt. Ansonsten passiert euch noch dasselbe wie ihr hier. Oh nein. Das ist jemand anders. Und ihr reißt... Oh mein Gott, wie unangenehm. Ah, ich krieg Gänsehaut, Bro. Sie dachte, das wäre ihre Freundin. Ultra cringe, Bro. Oh mein Gott, ist das unangenehm, Digga. Den Fuß eines fremden Mädchens weg. Echt peinlich. Boah, ist das unangenehm. Das Mädchen aus dem nächsten Clip wünscht sich scheinbar schon länger eine Katze und googelt gerade nach der perfekten Rasse. Da hat sie die Rechnung allerdings ohne ihren Hund gemacht. Denn der macht ihr erstmal klar, mir kommt hier kein Zweiter hier bei mir ans Haus. Lol, Alter. Mit dem, was in diesem Video passiert, hätte der Typ auf keinen Fall gerechnet. Als er nach einem längeren Telefonat in die Küche kommt, um seine Freundin zu begrüßen, ist die blonde Frau nicht die, für die er sie hält. Sein Kumpel hat... Bro, man erkennt doch, also wenn du deine Freundin mit einem Dude mit einer Perücke verwechselst, wie schlecht kennst du deine Freundin dann bitte, hä? Hat ihm nämlich einen kleinen fiesen Streich gespielt. Schon als sie noch kleine Kinder waren, standen sich diese beiden Mädels immer im Finale von Reise nach Jerusalem gegenüber. Das sind doch keine zwei Mädels. Also jetzt nicht böse gemeint, oder? Das ist doch ein Typ. Also das ist eine Frau, aber... Digga, das ist doch ein Typ, oder hat der gerade... Bro, das ist ein Dude. 10 Jahre später. Safe. Und sie sind immer noch genauso ehrgeizig Safe, wie damals. Dude. Nur, dass sie heute ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat... Und der Stuhl nicht mehr alles mitmacht. Oh, peinlich, 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 ganz peinlich. Ganz schön verarscht gefühlt haben muss sich dieser Waschbär hier. Als er von seiner Pflegerin Zuckerwatte bekommt und die ins Wasser tunkt, ist sie plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Eine Tatsache, mit der der Kleine scheinbar nicht so wirklich umgehen kann. Digga, er sucht so. Er sucht so im Wasser diese Zuckerwatte. Der arme Junge, Alter. Ey. Waschbär ist allerdings nicht der Einzige, der so richtig vom Leben verarscht wurde. Fensterscheibe bitte kaputt machen. Dieser Typ kommt sich vor, als wäre er im komplett falschen Film. Netz reißt. Ja, aber offensichtlich. Da hat er schon extra ein Netz für seine Golfübungen besorgt und Digga, dann passiert einfach... Ich verstehe halt solche Menschen nicht. Dreh das Netz doch einfach um und schlag in Richtung von deinen Büschen. Wieso zielt man auf sein Haus, weil er sein Haus wahrscheinlich zeigen will oder irgendwie so sieht cooler aus oder sowas. Bro, ah, und dann passiert genau sowas. Wisst ihr, das ist so dämlich halt. Das hier. Ja. Der Kerl aus dem nächsten unglaublichen Clip versucht gerade einen coolen Trickshot beim Billard. Damit hat es zwar nicht ganz so geklappt, dafür, dass der Plan am Ende dann aber doch irgendwie noch aufgeht, hat man ja seinen kleinen vierbeinigen Freund. Der regelt das schon. Ehre.
Aber der muss jetzt schon gebannt werden. Mit spannenden Tricks hat sich auch der Junge aus diesem Video in seiner Quarantänezeit rumgeschlagen. Über 100 Versuche hat es gebraucht. Dann war das Glück aber endlich auf seiner Seite und er hat es tatsächlich geschafft. Ob sich der Aufwand dafür gelohnt hat? Was meint ihr? Das ist halt schon so, ne? Die sitzen da wirklich 10 Stunden, 12 Stunden, 20 Stunden manchmal für so einen Trickshot, Digga. Und dann kriegt das Video zwar ein paar Aufrufe, geht viral, aber es bringt dir ja nichts so. Du kriegst jetzt nicht alle sagen, boah, ey, du bist der Handy-Aufladekabel-Typ. Ich lieb den jetzt. Es ist so heftig. Von wegen Hunde und Katzen würden sich nicht vertragen. Was? Nach der Aktion sind diese beiden hier garantiert beste Freunde geworden. Als er die kleine Katze, die im Wasser feststeckt, bemerkt hat, zögert er nicht lange, schreitet zur Tat und beginnt mit seiner Rettungsmission. Was ein Held. Der Hund einfach mehr menschlich als die Menschen. Ein Cocktailabend mit den Mädels. Ich muss mal ganz kurz nur gucken, was die für Zutaten auf dem Tisch stehen hat. Orangensaft, okay, Zitronen. Ich habe nur den Tisch angeschaut, nichts anderes. Das klingt ja eigentlich ganz lustig. Man sollte sich nur vorher gründlich die Gebrauchsanweisung vom Shaker durchgelesen haben. Sonst könnte das leckere Getränk schneller auf dem Boden verteilt liegen, als man überhaupt gucken kann. Was eine Sauerei, Bro. Oh mein Gott, das Aufwischen. Nächsten Moment hätte wirklich nie... Ich würde dir aber helfen beim Aufwischen, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich einfach hilfsbereit bin und ein Mensch bin. Wenn jemandem mal was ausläuft, dann helfe ich es aufzuwischen, ne? Also, ich würde mich freiwillig melden. Niemand gerechnet. Eine Ente, die sich totstellen kann, um nicht von einem Hund gejagt zu werden, sieht man ja auch nicht alle Tage. Eins muss man ihr deshalb definitiv lassen. Das war eine erstklassige und bühnenreife Performance. Big Brain. Ja, ich weiß. Er hätte es sich wahrscheinlich auch anders gewünscht. Aber das ist wirklich der wohl unglücklichste Moment, in dem man sein Handy von einer Brücke fallen lassen kann. Die 14 Krokodile freuen sich aber ganz sicher über ihr neues Spielzeug. Hä? Digga, wie schaffst du es aber auch bei 14 Krokodilen dein Handy fallen zu lassen? Das ist doch, Bro, wie schafft man sowas? Hä? Halt das doch fest, Bro. Das ist doch das Erste, was du machst auf einer Brücke, so fünffach festhalten. Hä? Das Gefühl, vom Pech verfolgt zu sein, hat auch die Frau aus dem nächsten unglaublichen Moment. Da will sie ihrer Schwiegermama einmal eine kleine Freude machen und ihr einen Strauß Blumen vor die Haustür stellen. Und dann zerbricht wieder alles wortwörtlich in Scheiben. Na, hoffentlich bringen ihr die jetzt wenigstens ein bisschen Glück. Wie ärgerlich, ganz anders ging es der Familie aus dem nächsten Clip. Passend zum Geburtstag der jüngsten Tochter kam noch schnell ein Geschenk mit Expresslieferung in den Garten eingeflogen. Gut, dass das Trampolin eigentlich vom Nachbarn ist, muss ja jetzt auch keiner wissen. Darf sie das jetzt behalten? Weil das ist ja auf ihrem Grundstück, oder? Darf die jetzt einfach sagen, hey, ich habe damit nichts zu tun. Das Trampolin, das gehört mir. Darf die das? Oder ist das dann schon, also wird man da schon dann verklagt oder so? Noch krasser als jemanden auf der Straße zu bestehlen wird es, wenn das Ganze gleich live im Fernsehen übertragen wird. Hä? Während einer Nachrichtensendung klaut dieser Typ das Eis vom Nachbarsmann und lässt es sich so richtig schmecken. Digga, wie kann man das aber nicht merken? Nein, Bro. Die Frau aus diesem Witz... Der hatte in seiner Hand das Eis und er merkt nicht, dass es rausgenommen wird. Wie Brain AFK bist du denn? ...im Video versucht gerade nicht, um ihr Leben zu kämpfen oder im Schwimmbad die 500 Bahnen zu kraulen. Sie ist tatsächlich beim Indoor-Skydiving. Diese Erfahrung hatte sie sich allerdings ganz anders vorgestellt. Denn hab ich auch schon spaßig gemacht. Sieht das nämlich nicht aus. Habe ich auch schon gemacht, was man hier sieht, ist wohl der Inbegriff eines sehr unfähigen Duos. Aller Anfang ist schwer, aber... Digga, wenn die Pizza jetzt runterfliegt, dann mag ich das Video nicht. Weil wenn Pizza irgendwas zustößt, dann bin ich automatisch getriggert. Der Weg zum Profi-Pizza-Bäcker dürfte für diese beiden Aushilfen noch ein weiter sein. Ich weiß ehrlich nicht, wer von den beiden ungeschickter ist. Der Typ, der es nicht schafft, die Pizza vernünftig aus dem Ofen zu holen, oder der, der auf die... Digga, dass der Typ da auch noch reinfasst und versucht, die zu retten. Guck mal, du fasst mit deinen Händen rein. Also es bringt nichts. Es bringt nichts. Du kannst die Pizza nicht noch irgendwie einen Karton machen, außer du bist ekelhaft, so, wisst ihr? So. Und das Zweite ist, Bro, die ist heiß. Du wirst dich verbrennen. Er hat sich verbrannt und er hat die Pizza gegen die Wand geschmettert, was es nochmal 10-mal schlimmer macht, als wenn ihr einfach auf den Boden plumpst. Alter. Die Idee kommt, das heiße Teil mit den Händen zu fangen.
Ein richtiges Genie ist hingegen die kleine Katze aus dem nächsten unglaublichen Moment, mit dem niemand gerechnet hätte. Statt jedes Mal vor der Wohnungstür zu warten, bis ihr Herrchen ihr aufmacht, hat sie sich antrainiert, die Klingel zu drücken, wenn sie wieder rein will. Und was soll man sagen? Es klappt hervorragend. Was ein G, Alter. Da hat wohl jemand entweder keinen starken Morgenkaffee gehabt oder einfach die ganze Nacht durchgearbeitet. Kaum zu glauben, aber dieser LKW-Fahrer hat ernsthaft nicht bemerkt, was er da kilometerweit durch die Gegend transportierte. Digga, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Kilometerweit ist ja komplett übertrieben, oder? Vielleicht ein paar Meter, ein paar hundert Meter, aber what? Um alles in der Welt, wie ist das möglich? Aber das war's, Ladies and Gentlemen. Gutes Video. Momente, mit denen niemand gerechnet hat. Ich habe nicht damit gerechnet. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da.